bestätigt, dass es Tote und Verletzte gibt in der Innenstadt von Münster. Die Zahl ist natürlich aktuell noch nicht bestätigt. Einige Medien berichten von mindestens 3 Toten, von 30 Verletzten. Und jetzt, liebe Zuschauer, haben wir unsere Augenzeugin telefonisch zugeschaltet. Es ist Frau Gabriela Rügner, die offenbar in der Nähe war. Frau Rügner, vielleicht können Sie uns kurz schildern, was Sie erlebt haben, was Sie gesehen haben und wo Sie sich genau befunden haben. Ja, ich war in der Altstadt und bin eben in einem Geschäft einkaufen gewesen. Und dann habe ich diesen ganzen Polizeieinsatz mitbekommen. Die Polizei hat mich gegriffen, alles abgeriegelt. Und leider ist der Terror bei uns in dem beschaulichen Münster angekommen. Warum Und sind Sie was sich hat so uns sicher, dass das ein Terror, entschuldigen, dass ich Sie an der Stelle unterbreche, warum sind Sie sich so sicher, dass das Terror war? das ist sofort von der Polizei gesagt worden. Sofort alles räumen. Es ist ein Terroranschlag und man konnte auch im Café die Rechnung nicht mehr